So, das ist so wieder so ein auf die Schnelle mal eben Video. Macht euch keine Gedanken, ich bin nicht wieder eingetreten, sondern ich ziehe immer mal wieder an, wenn sowieso keiner sieht, also unter der Herke. Der ist noch genau so, wie ich ihn vor 40 Jahren weggepackt habe. Ich bin eben mal so rumgefahren, ich habe erstmal nur die Vorderachse gewuchtet, weil ich mir dachte, was so im Lenker ankommt, was ich also fühlen kann, das wird eh durch die beiden Vorderräder bestimmt werden. Und es war jetzt nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Rüttelt oder rüttelt nicht? So einfach wäre das, ja, von wegen. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit nie so drauf geachtet, weil ich gehe immer davon aus, das wird schon alles richtig sein. Jetzt habe ich sie gewuchtet und habe total unterschiedliche Erlebnisse eben gehabt. Das reichte von, oh mein Gott, das ist ja schlimmer als vorher, bis ich merke überhaupt nichts mehr. Das ist anscheinend auch sehr fahrbahnabhängig, was man im Auto nicht so merkt, weil das einen viel längeren Radstand hat, wie eine Kürzer beim Quad. Ich habe alles erlebt. Ich habe von es war mehr bis völlige Laufruhe. Und zwar quer durch die Geschwindigkeitsbereiche. Ich sage mal so 50, 60 Klamotten, da merkt man sowieso nichts. Aber so 70, 80, da kann es auch mal ein bisschen eiern. Dann hört es wieder auf zu eiern, dann eiert es wieder. Dann wechselt der Belag, dann wechselt der Seitenwind, dann wechselt die Lage. Also ich bin eben auch teilweise mit 100 gefahren und habe kaum was gemerkt. Konnte aber sehen, dass insgesamt das ganze Fahrzeug ein bisschen so machte. Und ich glaube, ich werde es einfach mal so drehen, dass ich irgendwann, wenn ich zu viel Zeit habe, es gibt ja so Erdbebendetektoren. Nein, nicht wahr. Aber es gibt so Apps fürs Handy, die zeichnen auf, wie stark Vibrationen sind. Und wenn man das irgendwie speichern kann, da wird es bestimmt auch Apps geben, dann tape ich das Ding einfach an den Lenker dran und dann sehe ich ja, was da an Vibrationen ankommt. Lass ein Video da parallel zu laufen. Oder ich könnte die Kamera eigentlich so montieren, dass man das Handy-Display parallel dazu sehen kann. Das wäre auch gut. Dann würde man auch sehen, Geschwindigkeit, Tacho, alles so in einem Bild. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber so in die Richtung wird es wohl gehen. Ja, also momentan bin ich der Überzeugung, dass es also jedenfalls nicht schlimmer geworden ist, dadurch, dass ich also selbsttätig gewuchtelt habe. Aber ich fürchte, ich komme nicht drum rum, einfach mal rumzutelefonieren, ob hier nicht irgendeine Werkstatt einen 60er Konus hinkriegt. Und dann einfach mal richtig professionell auswuchten zu lassen und gucken, vor allen Dingen auch bei den selbstgewuchteten Rädern, dass sie mir sagen kann, es ist jetzt totale Scheiße oder es ist eigentlich schon ganz okay. Perfekt wird es nicht sein, das ist mir klar, aber Versuch macht klug. Schauen wir mal, es kann auch mit dem Luftdruck zusammenhängen. Ihr müsst euch vorstellen, ich fahre jetzt im Moment 0,4 Bar. Das heißt, wenn ich mich auf den Reifen stemme, gibt der nach ein bisschen. Wenn ich natürlich mit 100 fahre, dann wird der Reifendurchmesser etwas größer werden. Einfach weil, ne? Hat das auch Einfluss? Ich weiß es nicht. Es ist nicht so wahnsinnig tragisch. Also ich merke ja nicht viel beim Fahren davon. Nur ich habe natürlich immer im Hinterkopf, dass mir die Lager kaputt rüttelt, wenn ich jahrelang so durch die Gegend fahre. Naja, also wir werden mal sehen. Vielleicht fahre ich auch noch mal andere Quadfahrer. Ich meine, im Internet gibt es ja so ein paar. Und schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, das ist jetzt im Moment meine Erfahrung, nämlich hauptsächlich die, dass ich nicht sagen kann, es ist besser, es ist schlechter. Es ist, wie es ist. Ich muss jetzt erstmal die Hinterachse wohl noch machen und vielleicht macht das dann den Unterschied oder eben erst, damit man diesen A-B-Vergleich hat beim professionellen Wuchter. Aber das wird diese Woche wohl nicht mehr passieren. Wenn, dann nächste Woche schauen wir mal. Ich muss auch erstmal einen finden, der das überhaupt machen kann. Ja, auf allem Reifenbreite, großer Felgenkonus, also mal schauen. So, danke fürs Reingucken, sagt wieder mal der Mann mit einem gerüttelten Maß an Mimimi, der seine Kamera immer selbst ausmachen muss. Das war von da. Knips.